Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mal geschafft, das Shinra Hauptquartier hier zu erreichen. Und ja, wir haben uns über diese kaputten Gebäude hier rüber geschwungen und ja, haben gegen Helikopter und so gekämpft. Und jetzt müssen wir hier laut Cloud in die Tiefgarage reingehen, was mich ein bisschen, ja, das war eigentlich voll wertvoll. Lass trotzdem kaputt machen. So, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das klingt jetzt irgendwie, als müssten wir irgendwo. Okay. Ich glaube, von hier sind wir gekommen dann, ne? Da klingt nämlich so, als hätten wir jetzt nur eine Wahl, irgendwie reinzugehen. Und im Original war es so, man konnte jetzt sich aussuchen, ob man das Hauptquartier stürmt oder ob man sich reinschleicht. Sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Oh, weise Worte. Ja, man konnte sich reinschleichen oder reinstürmen. Wenn man reingestürmt wäre, dann wäre man wortwörtlich zum Eingang gegangen, wäre so einen riesigen Aufzug da gefahren und müsste dann weil nicht so 5-6 Kämpfe hintereinander machen. Ich glaube sogar noch mehr. Wenn man sich reingeschlichen hätte, das wäre eines der witzigsten Dinge überhaupt. Da muss man nämlich so eine, ja, ich glaube, das Gebäude hat so, weil irgendwie 70 Stockwerke und man muss, weil die ersten 50 Stockwerke sozusagen per Treppe hochlaufen. Und das ist so witzig. Man muss, und das dauert lang. Das dauert wortwörtlich irgendwie so 10 Minuten, bis man irgendwie oben angekommen ist mit der Treppe. Das ist irgendwie so, weil nicht 5-6, so nee, schon mehr. Ich glaube schon so 10 Bildschirme. Weil nicht so eine Spiraltreppe so hochlaufen muss, nicht so eine Spiraltreppe, aber keine Ahnung. Es ist immer wieder der gleiche Bildschirm, so 10-12 Mal und so. Die Leute, Barrett ist dann voll am Durchdrehen, so, wow, ich kann keine Treppe mehr sehen, ich kehre jetzt um oder so. Das ist am witzigsten, ne? Also ich habe immer die Treppe genommen, das ist am witzigste überhaupt in dem Spiel. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feinkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im Geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampfer blassen, verdammt nochmal. Hitzköpfiger als ein Bomber. Bomber? Hm. Die gibt's in diesem Spiel. So. Und mal so wie sich das anhört, müssen wir uns wirklich hier irgendwie per Garage irgendwie reinschleichen. Oh, das ist doch ein bisschen lahm. Ich will die Treppe. Ich will die Treppe. Ich will so 20 Bildschirme irgendwie 20 Minuten damit verbringen, einfach nur eine Treppe hochzulaufen. Also geil, und Barrett und Tifa sind dann auch eine die Treppe da am Hochlaufen. Normalerweise siehst du immer nur ein Charakter, wie der sich bewegt. Die anderen Charaktere sind in Cloud drinne, weil PlayStation halt, ne, ist noch alt. Und in der Szene sind die ganze Zeit Barrett und Tifa auch noch am Rumlaufen. Ah, ich habe genug, ich kehre jetzt um. Wir sind doch schon zur Hälfte da. Ist mir egal. Wie Bert und Tifa sich voll am Aufregen sind, ey. Bert. Das ist voll, alles voll eintönig und voll nervtötend. Ja, echt die witzigste Stelle im ganzen Spiel, glaube ich. Könnte sogar stark sein, ja. Ah, schade. Ja, vielleicht kommt dann noch so was Ähnliches. Da drüben, ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Aber ich will da drauf spucken. Wie als müsste es auf dem Weges aufpassen, bevor er nicht irgendwie die ganze Stadt hier abschlachtet. Ich kenne das Gefühl zu gut. Nein, du sollst ihnen nicht den Kopf abtrennen. Nein, du sollst nicht deren Schafe töten und essen. Draußen alles okay? Ich weiß nicht, ob das klappt, ey.
alles okay. Ihr auch? Sehr gut. Lass nicht oben nachgucken. Der Kontrollpunkt wäre das Ziel. Ja. So also viel dazu. Das wäre mit der Treppe nicht passiert. Ich sag's nur mal. Ja, einer von denen müsste doch kaputt schon sein. Ja, ist auf den aufgelandet. Oh mein Gott, ich bin gerade in meiner Kombo drin. Ja, so, ne. Okay, mit dem Kombo-Abschluss angefangen, ging die halt nur um. Frost. Oh, und Frost ist maximiert jetzt, nehme ich an. Oh, ihr steht alle so schön da. Ich möchte euch am liebsten abknallen mit meinem Klingenstrahl. Oh, Boxen. Ah. Oh, halt aber wirklich schlecht, ey. Ich habe mehr erwartet. TP-Boost, cool. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Okay. So gut. Haben wir trotzdem Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Super. Ich vermisse die Treppe. So. Ich soll mal googeln. Ist richtig gut. Oh, TP-Boost haben wir maximiert, ne? Oh, Cloud hat auch gleich TP-Boost. Das hat nur so lange gedauert, ey. Zeit, gut, stimmt. Ne, Widerstand habe ich. Ja, alle bräuchte ich mit Zeit. Könnte ich alle in Hass hier einpacken, weil das dauert auch noch Ewigkeiten, ne? So, du kriegst jetzt... Na, nicht mal annähernd. Kriegst halt Frost von Eris. Heilen. Oh, Kampfmusik wieder. Ja, von dem normalen Kampfthema gibt es irgendwie voll viele Remixe in dem Spiel, oder? Das ist das Shinra Remix. Boah, Barret hat jetzt 6000 AP. Ich glaube, Cloud ist auch kurz davor, gleich TP Boost zu leveln. Das ist doch nicht schlecht. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Ah, nix. Haben die uns sabotiert? Keine Ahnung. Hi. Ich bin bereit. Hab ich gekontert, habt ihr den gesehen? Was? Wie Heiltrank. Aber ja, Schippele. Klingenstrahl. Oh, da ist noch einer. Ah, gekontert. Jetzt mache ich Ende mit Schrecken einfach so. Der Angriff, der funktioniert immer. Hast du gerade gesagt, mein Gehirn? Mein Gehirn, das ist jetzt mein Kopf rausgefallen. Oh. Okay. TP Boost, nächste Stufe, cool. Wird vielleicht mit Tiefe ein bisschen öfter einsetzen, weil alle Cloud im Kampf jeden zu heilen wäre, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Boxen. Zeit für einen Boxenstopp. So, ich geht jetzt hier noch richtig, ne? Da sind die nächsten Gegner, komm. Was wollt ihr hier? Wie kannst du es wagen, diese Box da anzugreifen, ne? Aber da funktioniert doch echt so wie Dings, ne? Ja, ich hab ja, ich bin einfach nur in der Nähe der Gegner und mach Schaden. Das ist wie ein Dauntless. Cool. Nein. Geh runter von ihm.
Alter. Boom. Ah, ich sehe nichts, Mann. Du bleibst halt gefälscht am Boden liegen. Chakra, cool. Ja, geblieben. Shinra, ich hasse euch. Shinra, ich töte dich. Ich setze mal noch mal Chakra ein, bevor der Kampf zu Ende ist. Bonk. Habe ich den Köter in die Fresse getreten. Na, sehe ich eine Truhe. Hey, die habe ich beinahe nicht gesehen. Den ganzen Boxen. Molotow. Würde ich auch vielleicht mal einsetzen, so Items, ne? Habe ich noch nie gemacht. Bestimmt genug von denen. Bin allgemein sehr sparsam mit... Oh Gott, ich merke gerade, wir sind alle... Wir haben alle Ouchies. Müssen wir mal ein bisschen Bubus machen. Okay, ist nichts. Oder sind welche mit Schilde? So, dann machen wir ihn dagegen. Feuer. Also was hier? Nein, nicht auf den Hund. Er hat mich abgelenkt. Bonk. Also was hier? Nein, ich hab noch keine. Jetzt habe ich. Also ist Aura. Das ist eine allgemeine coole Fähigkeit. So und Klängenstrahl. Du Pisser. Macht so Bock mit dem durch so Gegnermännern reinzurennen, ey. Jetzt machen wir bebende Erde. Fliegt. Hat sie eigentlich auch irgendwie sowas? Ich glaube Kampfsphäre, ne? Halbwegs. Ich will das Magie einsetzen gegen die Typen mit den Schilden, aber ich hab da auch so. Bin ich Cloud, du bist noch am Pennen. Bonk. Dann machen wir einmal Chakra. Der ist am Posen. Der ist am Posen, während der Dings macht. Chakra, sehr geil. Warum nicht? So, dann blub. Okay, so müssen wir lang, ne? Das mal mit so eine Bank wieder, da wäre jetzt richtig toll. Ja, wird ein Spaß hier. Ich glaube nicht, dass er so ablaufen wird wie im Original. Obwohl es wieder ruhiger. Okay. Cool. Aber ich dachte, das wäre so ein Automat. Schön Gebäude vorher. Wie ausgestorben. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Ja, vielleicht hilft uns da jemand weiter. Hallo, wir sind Avalanche. Wir würden gerne wissen, wo die Forschungsabteilung ist. Diese Angeber.
Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Hier kann ich auf der Karte angezeigt. Truhe. Mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Das war ein sehr interessantes Gebiet, sag ich mal, im Original. Ah, das sind aber schöne Vans. Cloud fühlte sich voll bedroht. Die löst sicher Alarm aus. Diese wollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Tschüss, Vans. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Okay. Treppen. Mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe? Oh ja. Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den. Nein. Nein, wir nehmen die Treppe. Wo ist die Treppe? Habe ich eine Auswahl? Ah ja, Schlüsselkarten. Oh, das war ein cooles Motorrad. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Nötigst eine Schlüsselkarte. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Was? Am Empfangsschalter. Nur wie? Kommen wir ran. Von oben. Vielleicht geht's ja von oben. Ja. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlang hangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Ja. Ich glaube, Clouds Schwert wiegt schon mehr als sie. Ja. Okay, ich möchte mal noch kurz gucken, ja. Wie geht's denn dann hier weiter? Na gut. Okay. Mach mal los. Ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Sollte eigentlich kein Problem sein, ne? Da bin ich immer so witzig, ey. Ich nehme an, da gehen wir als nächstes hin, ne? Ich wollte eigentlich da. Ich wollte eigentlich nach links dahin gehen. Ach, jetzt sind wir hier unten, okay. Bei den Vans. Ja, ich habe schon gesehen, dass ich den Sprung nicht geschafft hätte, deswegen wollte ich da links springen, aber irgendwie konnte ich nicht mehr umdrehen im letzten Moment. Ich konnte nur vorwärts gehen. Ist hier noch irgendwas? Ist hier vielleicht eine Schlüsselkarte? Wäre doch richtig geil. Da ist eine Truhe. Ha! Ich wusste, es war es wert, hier runterzufallen. Genau wie ich es geplant habe. Oder sogar Geld drin. Geil. Ich weiß nicht mehr, ob ich Geld wirklich brauche, aber kann ja nicht schaden. Was? Achso, okay, warte. Ich sehe schon. So hat keiner von denen irgendwie einen Alarm oder so. So. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei.
Okay. Voll eben Mission Impossible Musik hier im Hintergrund. So. Und nun da. So wie ein Crash Bandicoot hier. Warte, komme ich jetzt da ein? Okay. Und nun. Ach so, ich muss da runter. Hoppa. So, jetzt hier hoch und oben. So, war aber nicht so im Original. Okay, dann nicht aufgeben. Hier hoch. Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch ein Stück. Ich hoffe, ich kann nicht noch schon wieder einen Fehler machen und wieder hier runterfallen oder so. Aber jetzt da. Glaube ich. Okay. Ganz schöner Umweg hier, aber da tut man nicht alles, um Shinra jetzt auszuwischen, ne? Und Freunde zu retten. Ja, von daher war richtig, okay. Gleich ist es geschafft. Freut euch auf meinen Abschlussspruch. Ja, okay. Alles nur, um dahin zu kommen, ey. Weil sie springt irgendwie 10 Meter hoch in der Luft im Kampf, ne? Aber sobald man hier irgendwie so ein paar Sprünge irgendwie von ihr gefragt sind, dann macht sie irgendwie, weil nicht voll, weil nicht, oh, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Okay. Ich muss mich schwingen, okay. Hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Mein Gott. Ja, jetzt hat die falsche. Pass auf. Meister Lieben. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hat funktioniert. Sie hat aber nichts gemacht, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Ja. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Ja, stimmt ja auch. Man konnte irgendwie die Etagen vor 59 auch, glaube ich, gar nicht erkunden. Benutze die Feuertreppe. Benutze die Feuertreppe, benutze den Fahrstuhl. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wo geht's zur Treppe? Dann nutzt die Feuertreppe, jawohl. Natürlich nehmen wir die Treppe. Bringt irgendwie nichts, da ihr schon wissen, dass wir hier sind, ganz offensichtlich, aber okay. Muss das sein? Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Der stärkste Boss im Final Fantasy 7, die Treppe. Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wehe ihr hetzt.
Na gut. Ich würde aber sagen, wir werden dann erstmal den Schnitt machen. Ich werde vielleicht mal erstmal hier am Waffenmodifikation noch mal reinschauen. Und die Treppe will ich mir bis zum nächsten Part aufbewahren. Wer weiß, was man hier noch findet, ne? Schaden von Limit, Schockfedra. Das bringt es irgendwie nicht so. Atomschere. So. Debuffs, ey. Wir hatten ja für Debuffs Sachen. So, du gibst mal hier MP-Boost. Kann vielleicht nicht schaden. Das ist auch noch MP-Boost. Aber die Abrissbirne nicht so viel Dings hätte, so viele. Warte mal, bei niedrigen TP Heilung plus 50%. Ah, oh, Heilmagie nur. Oh. Jetzt hätte ich das doch voll mit Chakra verbinden können. Okay. Wird wohl nix, ey. Überschallfäuste, komm. Wenigstens die ausgerüsteten Sachen. Noch ein paar Klamotten hier dazu. Längere Debuffs, Schnelligkeit von elementarbasierte Materie. Also was hier. Aber das nur zum Anfang des Kampfes immer, ne? Hört sich mit bestimmter Wahrscheinlichkeit Stufe von Entfesselung. Na, im Hintergrund läuft die Kampfmusik. Ich weiß immer noch nicht, was Schnelligkeit bedeutet, aber ich hol's mir mal einfach. Und magische Attacke, so. Ich hoffe, das bringt's. Und keiner hat irgendwie mehr Materia-Slots. Elementare Abwehr, Zangas Lehre. Okay, lassen wir das mal. Ich sage, ich beende den Part hier mal vorher. Und in der nächsten Folge machen wir uns mal auf, die Treppe hier zu erklimmen. Ist die Kamera jetzt ein bisschen irgendwie anders oder bilde ich mir nur ein? Ich glaube ja, ne? Um das Ganze dramatisch zu machen. Geht tiefer. Könntest du bitte. Danke. Gut. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.